Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Webinar von Quantumrock. Mein Name ist Thomas Kemming. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Start in den Tag gehabt. Wir freuen uns auf Sie, möchten Ihnen heute gerne mit meinen Kollegen Michael Zeller und Roman Gorbunov als zum Thema Factor Investing mit Machine Learning erzählen. Sie sehen bei sich schon den Start der Präsentation. Vielleicht lassen Sie mich noch ein, zwei einleitende Worte zu Beginn sagen. Der ein oder andere, ich denke, viele von Ihnen werden Quantumrock als Name, als Adresse kennen. Quantumrock, wir selber sind ein Asset Manager, spezialisiert auf die Entwicklung und auch Anwendung maschineller Prozesse im Asset Management. Das heißt, Kern unserer Arbeit ist die maschinelle, die computergestützte Erforschung von großen Datenmengen. An der Stelle betreten wir insofern ein Stück weit Neuland, als dass wir natürlich mit den Mengen, die der Mensch mit seiner ganz normalen Kapazität in der Lage ist zu erfassen, sprengen. Das heißt, alles, was die Maschine in der Lage ist, durchzuanalysieren, Research zu betreiben, auch bei der Forschung zu unterstützen, sind natürlich ganz, ganz andere Datenmengen, die jeder Einzelne von uns in der Lage ist zu bewältigen. Genau da liegt der Mehrwert, den wir in der Lage sind zu erschließen und zu heben. Das heißt, sowohl Rendite, aber auch risikoseitig entstehen ganz spannende neue Erkenntnisse, die wir hier in neuen Asset-Management-Konzepten einbinden, die wir hier neu auf den Weg bringen. Und damit entstehen dann auch neue Produktideen, die auch in das ein oder andere Portfolio ausgesprochen gut reinpassen. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu meiner Person. Wer moderiert für Sie heute? Wie gesagt, mein Name ist Thomas Kemming. Habe selber einen Hintergrund aus dem Asset Management, das heißt, komme ursprünglich von der Wertpapier-, von der Derivativen-Seite, habe dann mehrere Jahre als CIO arbeiten dürfen, ehe das Ganze für mich dann sich weiterentwickelte in den Bereich Akquisition von größeren Kunden, das Ganze auch semi-institutionellen Kunden. Darf hier bei Quantumrock seit kurzer Zeit meine Kollegin Nadine Korenke unterstützen. Sie selbst zeichnet hier verantwortlich für den Bereich der Family Offices, ist auch hier schon seit einigen Jahren bei Quantumrock mit dabei. Ich, wie gesagt, habe mich sehr, sehr frisch neu hier angeschlossen, für den Bereich der semi-institutionellen Kunden verantwortlich. Ich werde Sie heute hier mit der Moderation durch das Webinar führen. Und damit möchte ich eigentlich schon noch zum Thema Factor Investing überleiten. Wie Sie wissen, Quantumrock ist bislang darauf fokussiert, was die Absicherung von Aktienrisiken anbetrifft. Equity Tail Hedge steht hier im Zentrum der Aktivitäten, funktioniert sehr, sehr gut, muss man sagen, in den letzten Jahren. Das heißt, da ist viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, wo wir jetzt Stück für Stück auch die Erträge, auch die Früchte der Arbeit ernten dürfen. Ein zweites Thema hat sich im Speziellen mein Kollege Michael Zeller, unser CIO, auf die Fahne geschrieben, um hier auch ein neues Thema in die Breite zu bringen. Factor Investing, an der Stelle ist auch eine Menge geforscht, eine Menge nachgeprüft worden. Wenn Sie alleine in Bloomberg schauen, finden Sie heute 197 standardisierte, vordefinierte Faktoren. Das Ganze ist beliebig erweiterbar, je nachdem, wie Sie Ihre Filter einsetzen für eine bestimmte Ergebnisgenerierung für das Portfolio. Aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Alles, was Quantumrock jetzt in den letzten Monaten, Quartalen hier entwickelt hat, auch zum Thema Factor Investing mit Machine Learning Einsatz, da wird Ihnen mein Kollege Michael Zeller jetzt mehr dazu berichten und erzählen. Im Nachgang kommt unser weiterer Kollege noch mit dazu, aber ich leite mal über an den Michael. Michael, Feuer frei mit dem Thema Factor Investing. Michael, du bist stumm, du bist gerade nicht zu hören. Hallo, grüß Gott, ja, Entschuldigung, ich war stumm, tatsächlich. Ja, jetzt habe ich den Knopf gefunden für das Mikrofon, danke. Genau. Ich würde gerne eingehen ein bisschen auf die Historie des Factor Investings. Die finden wir hier auf Seite 4, also es ist auch auf Ihrem Bildschirm gerade zu sehen. Also in den 60er Jahren wurde das sogenannte CAPM-Modell entwickelt. Also da hat man erstmals angefangen, also Alpha und Beta zu separieren, hat eben gesagt, dass einige Aktien unter Umständen eben auch deswegen besser als der Durchschnitt performen oder auch deswegen schlechter als der Durchschnitt performen, weil sie eben ein überdurchschnittliches Marktexposure, ein überdurchschnittliches Beta haben. Und deswegen erklären sich unter Umständen Über- und Unterrenditen dieser Einzelaktien einfach dadurch, dass der Markt nach oben oder nach unten geht.
Während wir eben auf der anderen Seite eben dann durchaus noch ein Alpha haben, also eine Art Performance-Beitrag, den die Aktie liefert, der aber nicht durch die Marktrendite selbst erklärbar ist. In den 70er Jahren wurde geforscht, und da sieht man also unter anderem durch Haugen und Heinz, wurde aufgezeigt, dass Aktien mit sehr niedriger Volatilität auf wohlerajustierter Basis typischerweise eine Performance erzielen können, die über der Performance liegt, die Aktien mit hoher Volatilität haben. So gesehen wurde da der Low-Volatility-Faktor geboren, also quasi der Umstand, dass man erkannt hat, dass hier eine Art Smart-Beta vorliegt. Also wenn ich typischerweise in Aktien investiere mit niedriger Volatilität, habe ich die Möglichkeit, wohlerajustiert gesehen, eine Art Outperformance zu erzielen. In den 80er Jahren hat Bunce herausgefunden, dass Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung die Neigung haben, besser zu performen als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Also das ist der sogenannte Size-Effekt. Ebenfalls in den 80er Jahren wurde von Basu entdeckt, dass Aktien mit niedrigem KGV die Neigung haben, besser zu performen als Aktien mit hohem KGV. Also das ist im Endeffekt eigentlich die Begründung des sogenannten Value-Faktors. Also Value ist uns alle in einem Begriff. Also Warren Buffett ist ein Value-Investor, also der im Prinzip eben eigentlich auch auf diesen Faktor schaut, also implizit oder explizit. Und Aktien eben tatsächlich so selektiert, dass sie eben den Value-Faktor entsprechend quasi günstig bewertet sind. In den 90er Jahren wurden diese Erkenntnisse aufgegriffen von Bunce und Basu und wurden dann weiterverarbeitet im sogenannten Drei-Faktor-Modell von Farmer und French. Also man hat dann tatsächlich irgendwie eine Art Gesamtmodell entwickelt, das die bisherigen Erkenntnisse zusammengeführt hat und hat dann gesagt, dass die einzelnen Renditen einzelner Aktien eben nicht nur durch die Marktbewegung an sich erklärbar sind, sondern eben unter Umständen auch noch erklärbar sind durch die in den 80er Jahren gefundenen Faktoren eben Marktkapitalisierung, also Size und Value. Und mit diesem Modell konnte man eigentlich sehr, sehr gut die Aktienrenditen tatsächlich dann beschreiben. Und somit ist Farmer & French auch mittlerweile eine Art Standardmodell im Bereich Quantitative Finance. Ebenfalls in den 90er Jahren wurde auch der sogenannte Momentum-Faktor entdeckt. Momentum-Faktor beschreibt eigentlich den Umstand, dass Aktien, die in der jüngsten Vergangenheit besser performt haben als der Gesamtmarkt, unter Umständen die Neigung haben, auch in der nahen Zukunft besser zu performen. Das konnte zumindest 1993 so auch nachgewiesen werden. Dann in den 2000er Jahren hat man tatsächlich dann erkannt, da hat man beispielsweise das erste Smart-Beta-Produkt aufgelegt. Also wie zuvor gerade erwähnt, ist es ja so, dass man diese Faktoren auch subsumieren kann unter dem Oberbegriff Smart-Beta. Also einfach die Idee oder Gedanke dabei ist, dass man also quasi Risikoprämien vereinnahmen kann aus diesen Smart-Beta-Ansätzen. Ebenfalls in den letzten 20 Jahren war dieses Thema Faktor-Investing, also gerade im Bereich Quantitative Finance, also vielleicht das dominierende Thema, was wahrscheinlich einfach auch daran liegt, dass wir hier mit sehr viel Zahlen operieren können. Und viele Zahlen führt natürlich dazu, dass man auch viel berechnen kann. Und wie wir dann im weiteren Verlauf der Präsentation sehen, ist dieser Umstand, dass wir also viele, viele Zahlen, viele, viele Daten zur Verfügung haben, natürlich auch ein guter Punkt, warum wir eben hier glauben, mit Machine Learning tatsächlich positive Beiträge in diesem Bereich liefern zu können. Wenn wir eine Seite weitergehen, da sehen wir also verschiedene Faktoren aufgezeigt, also einmal tatsächlich Makrofaktors, also Faktoren, die im Bereich ja fundamentaler Daten irgendwo zu finden sind, also wie entwickelt sich das Wirtschaftswachstum, wie sieht Inflation aus, wie sind die politischen Umstände, wobei das natürlich oft sehr schwer zu quantifizieren ist, aber auch dafür gibt es natürlich Wege. Wie sieht es mit Währungen aus und so weiter und so weiter. Sie können sich vorstellen, Sie können diese Liste so extrem ausweiten und noch deutlich vergrößern. Und es gibt natürlich dann eben die sogenannten Style Factors, also hier in der zweiten Zeile sozusagen. Das sind also die ich gerade genannt hatte. Und auch diese Style Factoren sind natürlich faktisch eigentlich unendlich ausweitbar.
Sie können natürlich mehr oder weniger alles untersuchen, ob irgendwelche bestimmte Beschreibungen vielleicht einer Aktie unter Umständen dazu führen, dass diese Aktie eben auch die Neigung hat, besser oder schlechter als der Markt zu performen. Auf Seite 6 geht es um die Frage, warum das eigentlich so ist. Also warum ist es so, dass Aktien mit einer niedrigen Marktkapitalisierung beispielsweise tendenziell besser performen als Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung? Oder wie erklärt sich das? Also woher kommt denn das? Genau, auch da gibt es verschiedene Ansätze. Also es gibt einmal die Version, dass man also sagt, naja, das könnte einfach daran liegen, dass es eine Art Risikoprämie darstellt. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also angenommen, Sie würden eben jetzt die Marktkapitalisierung heranziehen, dann könnte es ja unter Umständen sein, wenn Sie eine Aktie kaufen mit niedriger Marktkapitalisierung, dass Sie dann auch eine Art Liquiditätsrisiko tragen. Also angenommen, die Märkte fallen, Sie müssen aus dem Markt aussteigen, die Kunden vielleicht möchten aus dem Markt aussteigen, also dann sind Sie in einer Situation, in der Sie vielleicht Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung wesentlich schlechter verkaufen können als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das heißt, wenn Sie eine Aktie mit niedriger Marktkapitalisierung kaufen, gehen Sie eben genau dieses Liquiditätsrisiko ein. Und das führt dann in der Konsequenz dazu, dass Sie in gewisser Weise entlohnt werden für dieses Eingehen dieses Risikos. Also diese Anschauung zielt darauf ab, mehr oder weniger diese Überrenditen, die durch die Faktoren erzielt werden können, als eine Art Risikoprämie zu definieren. Dann gibt es natürlich auch andere Erklärungsansätze. Ein weiterer Erklärungsansatz wäre beispielsweise eben ja, verhaltenstheoretische Fragen. Also vielleicht kann man das ganz gut an diesem Faktor Momentum aufzeigen. Also natürlich der Umstand, dass man die jüngste Vergangenheit gerne in die Zukunft extrapoliert als Mensch, der könnte natürlich da Bedeutung finden. Also es könnte natürlich sein, dass Menschen dazu neigen, Aktien, die in der jüngsten Vergangenheit besser performt haben als der Markt, dass die tendenziell eben gekauft werden, weil der Mensch an sich dazu neigt, eben zu glauben, dass diese Aktie auch weiter positiv performt oder weiter besser performen wird als der Aktienmarkt. Falls dann das so wäre, dann könnte das natürlich eine Art selbsterfüllende Prophezeiung sein, die dann tatsächlich dazu führt, dass es so ist und dass also quasi diese relative Rendite der einzelnen Aktie unter Umständen positiv autokorreliert, also in gewisser Weise so eine Art Trendfaktor entsteht und dann eben tatsächlich Aktien, die in der Vergangenheit gut performt haben, dann eben auch in der Zukunft besser performen. Das wäre in dem Fall eben der sogenannte Momentumfaktor. Ein dritter Erklärungsansatz, der käme noch aus der Marktstruktur. Also es könnte vielleicht wieder anhand des Size-Faktors beschrieben. Es könnte unter Umständen so sein, dass einige Marktteilnehmer Restriktionen haben. Also Restriktionen zum Beispiel hingehend der Marktkapitalisierung. Also unter Umständen dürfen Marktteilnehmer Aktien nicht kaufen, die ein bestimmtes Level unterschreiten an Marktkapitalisierung. Und das würde natürlich zu einem gewissen Ungleichgewicht führen. Das würde in der Folge bedeuten, dass Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung tendenziell ja unterbewertet sind, was dann natürlich das Potenzial eröffnet, dass diese Aktien dann eben auch in Zukunft dann besser performen könnten. Also das wäre ein dritter Erklärungsansatz. Also ich habe Ihnen das jetzt immer exemplarisch dargestellt an verschiedenen Faktoren. Aber ich glaube, die Logik kann man eigentlich ganz gut verstehen oder wie es zu diesen verschiedenen Erklärungsansätzen kommt. Und wie wir auf Seite 7 sehen, kann man eben diese Erklärungsansätze, wie es zu diesen Überrenditen kommt, eben natürlich auch für alle Faktoren anwenden. Also für jeden Faktor finden Sie natürlich eben auch einen anderen Erklärungsansatz. Also vielleicht gehe ich mal auf einen hier ein. Also wir sehen hier Low Volatility. Also wir haben vorher gehört, dass Low Volatility die Neigung hat, besser zu performen als High Volatility, zumindest eben risikoadjustiert. Und woran könnte das liegen? Also eine Erklärung aus dem Bereich Risikoprämie wäre beispielhaft, dass man sagt, naja, weil natürlich diese Vola-Adjustierung auch mit Leverage zu tun hat, ist es unter Umständen sehr wichtig, wie der aktuelle Zins sich darstellt, beziehungsweise wie die aktuelle Zinsentwicklung gerade ist. Und deswegen könnte es unter Umständen so sein, dass Low-Volatility-Aktien auch in gewisser Weise eine Art Duration-Risk beinhalten. Wenn Sie das tun, dann
würde sich diese Überrendite aus Low Volatility eben auch dadurch erklären lassen, dass der Investor in eine Aktie mit niedriger Volatilität eben in gewisser Weise auch ein Duration Risk kauft und eben für dieses Duration Risk on top irgendwo entlohnt wird. Ja. Die andere Variante wäre jetzt zum Beispiel eben aus dieser Verhaltenstheorie abgeleitet. Da würde man sagen, dass der Mensch vielleicht die Neigung dazu hat, Aktien mit sehr hoher Volatilität, mit hohem Risiko und mit hoher Chance auch irgendwie höher zu bewerten. Und dadurch, dass es sie höher bewertet, ist es dann so, dass diese Aktien aufgrund der dann schon hohen Bewertung eben nicht mehr die Möglichkeit haben, eine besonders positive Performance zu erzielen, was dann zur Konsequenz hat, dass eben diese Lotterieaktien tendenziell schlechter performen als Aktien mit niedriger Volatilität. Wie gesagt, also hier muss man vorsichtig sein. Das Ganze ist also immer wohlajustiert zu sehen. Also genau. Nächste Seite. Da sehen wir hier in dem Fall einige dieser Smart Betas aufgezeigt und wie denn die Überrenditen so typischerweise sind. Sie sehen also die Marktkapitalisierung, also die Size, also Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung, dass die tatsächlich besser performen als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das ist eigentlich wahrscheinlich der auffälligste Effekt. Und was man dabei auch ganz gut sehen kann, wir haben ja zuvor gerade geredet, dass unter Umständen diese Prämie auf Size eben auch eine Risikoprämie für die Liquidität der Aktie ist. Wir sehen also hier auch einen Balken für den Faktor Liquidität, der ebenfalls sehr gut ist. Aber Sie sehen schon, hier kann es natürlich Überschneidungen geben. Ja? Also typischerweise wird es halt so sein, dass Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung auch im Regelfall eine niedrige Liquidität haben. Ja? Genau. Aber was man schon gut sieht, also nochmal kurz zu dem Vorhergehenden, ist natürlich der Umstand, dass das also schon sehr stabile Prämien sind, die aus diesen Beta-Risiken entstehen. Auf der nächsten Seite, es geht ja nicht im Prinzip nicht immer nur um die Überrenditen, die erzielt werden können, sondern es geht natürlich immer auch darum, mit welchem Risiko kaufe ich denn diese Überrenditen ein? Und hier können wir in dem Chart ganz gut sehen, da werden also diese Überrenditen verglichen mit den tatsächlichen Volatilitäten, die aus den einzelnen Faktoren kommen. Und die sind also jeweils mit einem roten Punkt gekennzeichnet, während die Überrendite selbst mit dem Balken quasi aufgetragen wurde. Und man sieht dann natürlich schon ganz gut, also die einzelnen Sharp Ratios der einzelnen Beta-Faktoren, die sind natürlich alle schon typischerweise deutlich unter 1 gelegen. Deswegen, das sind jetzt natürlich keine Risikoprämien, die vergleichbar sind mit, vielleicht der Risikoprämie aus Duration, aber es sind natürlich schon Risikoprämien, die vergleichbar sind mit der Equity-Risikoprämie. Auf der nächsten Seite sehen Sie hier einen Chart, der eigentlich zeigen soll, dass die Beta-Prämien zwar tatsächlich existieren, aber es ist natürlich nicht ganz klar, welcher Faktor tatsächlich am besten performt in welchem Jahr. Also wir haben zuvor gesehen, dass Size scheinbar im Durchschnitt der best performende Faktor war. Aber das gilt natürlich eben nicht für jedes Jahr. Also Sie sehen hier eine Art Reihenfolge pro Jahr, welcher Faktor jetzt hier am besten performt hat und welcher am schlechtesten performt hat. Und Sie sehen, das ist also ein ganz, ganz buntes Mosaikbild. Sie können hier also ganz, ganz schwer ableiten, dass quasi ein Faktor irgendwie gut performt dieses Jahr und der dann nächstes Jahr also auch unter Umständen wieder gut performt. Aber was man auch sieht, natürlich, wenn Sie eine Art Alpha-Komponente dann noch dazu addieren und Sie hätten jetzt irgendeine Art Prognosetool, mit dem Sie jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit irgendwo identifizieren könnten, welcher Faktor denn zukünftig besser performen könnte als welcher andere Faktor, dann wäre das natürlich auch sehr viel wert. Auf Seite 11 sehen Sie diese klassischen Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben und wie die Korrelation zueinander aussieht. Also, und da sehen Sie, also was diese Faktoren betrifft, wir haben jetzt keine zu hohen Korrelationen, aber wir werden im Verlauf sehen, dass man diese Faktorenbasis ja quasi unendlich ausweiten kann. Und da gibt es natürlich dann oft schon starke Überschneidungen, was dann dazu führt, dass diese Faktoren dann untereinander natürlich stark positiv korreliert sind.
was natürlich dann wieder Konsequenzen hat für die Portfoliokonstruktion. Aber diese klassischen Faktoren, über die wir jetzt auch geredet haben bislang, die haben typischerweise eigentlich keine allzu große Korrelation zueinander. Was natürlich wichtig ist, was und dann bedeutet, dass eine Mischung dieser Faktoren eben dann natürlich auch wieder zu besseren Ergebnissen aufgrund dieses Diversifikationsfaktors führen kann. Auf der nächsten Seite sehen wir mal einen Screenshot aus Bloomberg. Man kann da sehen, was denn so alles als Faktor oder Driver gerne benutzt wird. Also auf Bloomberg gibt es also eben diese Voreinstellungen, 195 oder es sind ja mittlerweile 197 Faktoren, wie Thomas richtig gesagt hat. 197 Faktoren würde allein Bloomberg jetzt identifizieren. Und Sie sehen schon, also es ist einfach ein Snapshot. Das kann man natürlich unendlich ausweiten. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, das Momentum für das letzte Jahr, ich könnte natürlich auch das Momentum für 2 Jahre, für 3 Jahre, für 4 Jahre nehmen, für 1 Woche, für 2 Wochen. Also was Sie sehen ist, also diese Faktoren sind im Prinzip unendlich ausweitbar. Und Sie können jetzt natürlich dann theoretisch jeden dieser Faktoren auch, können Sie berechnen, ob der tatsächlich irgendeine Aussagekraft hat, was die Beschreibung der zukünftigen Rendite einer Aktie betrifft. Genau. Aber und hier kommen wir dann eben auch zu dem Punkt, ich glaube, da endet auch mein Teil, also mein einführender Teil zum Thema Factor Investing in Kombination mit Machine Learning. Sie sehen schon allein dieser Umstand, also den ich gerade beschrieben habe, dass Sie also diese Faktoren im Prinzip eigentlich unendlich ausweiten können, führt dann natürlich zu einer enormen Fülle an Daten. Und diese enorme Fülle an Daten ist natürlich jetzt, sage ich mal, für einen Menschen schwer analysierbar. Also da wird man sich schwer tun mit einer Excel-Datei. Allerdings ist es natürlich ja, in der heutigen Zeit eben mittels Machine Learning schon deutlich, deutlich einfacher zu analysieren. Und ja, damit würde ich auch gerne weitergeben. Ja, ganz lieben Dank für nicht nur die Einleitung, sondern auch für die gute Beschreibung zum Thema Factor Investing. Du hast gerade schon gesagt, für den Mensch tut sich schwer. Damit die Maschine da allerdings helfen kann, braucht es ja echte Spezialisten. Und an der Stelle möchte ich nochmal einfügen, fühlen Sie sich auch eingeladen, wenn zum Vortrag Ihrerseits Fragen aufkommen. Packen Sie uns die gerne in den F&A-Teil rein. Die kommen bei uns an, ich würde sie gerne bündeln und dann am Ende des Vortrags sowohl an den Michael, aber auch an den Roman weiterreichen, sodass Fragepunkte, die vielleicht im Laufe des Vortrags entstehen, für Sie dann auch im Anschluss beantwortet werden. Roman, an der Stelle würde ich mal an dich weitergeben. Irgendjemand muss es machen, dass die Maschine verstehen kann, was wir gerne finden möchten. Und dann würde ich mit dir gerne ab Seite 13 weitermachen. Ja, danke. Ja, der nächste Folie hier, genau. In meinem Teil der Präsentation möchte ich erzählen, warum genau wir Machine Learning benutzen wollen und wie genau wir das machen. Als Michael schon erwähnt hat, haben wir sehr große Datenmenge und ein bisschen genauer haben wir mehr als 20 Finanzbranchen und jede Branche hat mehr als 20 Aktien, manchmal sogar wesentlich mehr, 50, 60, 70 Aktien pro Branche. Und jede Aktie hat mehr als 20 Faktoren und der Anzahl von Faktoren oder Features können wir auch selber erweitern mit zusätzlichen technischen Indikatoren, die wir aufgrund von Preisdaten generieren können. Und dann haben wir mehr als 20 Jahre Geschichte und zwar haben wir tägliche Daten und als Ergebnis haben wir mehr als 100 Millionen einzelne Einträge in dem Datensatz. Und natürlich solche größere Datenmenge ist schwierig manuell oder mit menschlicher Analyse zu beherrschen. Und das, was ein Problem für einen Mensch ist, ist eigentlich eine Gelegenheit für Machine Learning, weil mit Machine Learning versuchen wir, verschiedene Muster oder Abhängigkeiten in Daten zu finden. Und je mehr Daten haben wir, desto größere sind Chancen, dass wir nützliche Muster finden, und zwar die Muster, die statistisch signifikant sind und auch Muster, die komplex und nicht linear und nicht trivial sind. Also je mehr Daten haben wir, desto besser für Machine Learning. Als die zweite Stärke des Machine Learning möchte ich sagen, dass wir alle Entscheidungen mit einer statistischen Signifikanz treffen oder nur die Entscheidungen treffen, die statistisch begründet sind. Und wenn wir etwas in den Daten sehen, dann können wir relativ sicher sein mit Machine Learning und Statistik, dass das, was wir sehen, nicht durch Zufall erschienen ist und nicht wirklich echt existiert und kann benutzt werden, um handeln.
Und zusätzlich dazu, man muss sagen, dass mit Machine Learning können wir sehr komplexe, nicht triviale Muster definieren. Manchmal solche Muster manuell zu definieren, ist schwierig, weil sie groß und komplex sind. Und die Anzahl von solchen Mustern ist sehr groß und deswegen ist es wirklich schwierig, alle Muster zu probieren und überprüfen, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren. Und mit Machine Learning können wir das leicht automatisch machen. Und in dieser Weise können wir nicht triviale, komplexe, nicht lineare, multidimensionale Phase-Muster finden. Auf der nächsten Folie möchte ich sagen, dass wir eigentlich nicht nur Machine Learning benutzen, sondern kombinieren wir Kenntnisse aus vier verschiedenen Welten, um das Modell zu bauen. Zuerst natürlich benutzen wir Finanzkenntnisse, um ein stochastisches Modell zu definieren. Darüber werde ich ein bisschen später in Details sprechen. Dann, als ich schon gesagt habe, benutzen wir Machine Learning. Und zusätzlich dazu benutzen wir lineare Algebra, um eine optimale Portfolio zu konstruieren. Darüber werde ich auch ein bisschen mehr in Details später sprechen. Und natürlich benutzen wir immer mathematische Statistik, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse, die wir finden, wirklich signifikant sind und ob wir darin glauben können. Hier ganz oben kann man auch schöne Bilder sehen. Da sind Beispiele, welche Muster kann man mit Hilfe von Machine Learning oder neuronalen Netzen abdecken. Man kann es so interpretieren, dann jeder Pixel auf dem Bild hat X- und Y-Komponente, also horizontale und vertikale Achse. Die zwei Werte benutzen wir als Input zu neuronales Netz und als Output generieren wir drei Zahlen, die wir als Rot, Grün und Blau interpretieren und dann bekommen wir diese schöne Farbe. Und wenn man von links nach rechts geht, kann man komplexere und komplexere Abhängigkeiten oder Muster sehen und das können wir mit Komplexität des Netzwerks kontrollieren. Und ich werde darüber auch ein bisschen sprechen. Auf der nächsten Folie präsentiere ich unseres statistische Modell, das wir von Finanzkenntnissen bauen. Und zwar, was man hier sehen kann, links haben wir Rendite für Aktie I zum Zeitpunkt T. Und diese Rendite kann man mit zwei Komponenten modellieren. Links haben wir die erste Komponente mit Alpha und Gamma. Das ist eine sogenannte idiosynkratische Komponente. Und das ist die Komponente, die nichts mit Markt zu tun hat. Das ist eine Komponente, die nur zu dieser Aktie entspricht. Und hier haben wir Alpha, das ist die durchschnittliche Rendite für die Aktie I. Dann haben wir Gamma, das ist Volatilität für Aktie I oder Varianz für Aktie I. Und Epsilon, das ist eine unbekannte normalisierte Verteilung mit Durchschnitt 0 und Varianz 1. Und als ich schon gesagt habe, das ist die Komponente, die beschreibt nur diese spezifische Aktie I. Dann als zweite Komponente haben wir eine Summe über verschiedene Arten von Marktbewegungen. Also in einem einfachen Modell können wir sagen, dass es gibt nur eine Art von Marktbewegung, und zwar Markt geht entweder nach oben oder nach unten und jede Aktie ist mehr oder weniger sensitiv zu dieser Bewegung. Also wir können vorstellen, dass wir Aktien haben, die sehr sensitiv zur Marktbewegung sind und dann, wenn Markt nach oben geht, gehen sie normalerweise stark nach oben. Wir können auch vorstellen, dass einige Aktien gar nicht sensitiv zum Markt sind und sogar Aktien, die negativ sensitiv. Das heißt, wenn Markt nach oben geht, die Aktien haben eine Tendenz nach unten zu gehen. Und das ein bisschen, um das ein bisschen komplexer zu machen, sagen wir oder vermuten wir, dass es kann verschiedene Arten von Marktbewegung sein. Und deswegen haben wir diese Summe über J. J beschreibt verschiedene Arten von Marktbewegungen und jede Aktie ist sensitiv oder zu einer Art oder andere. Zum Beispiel Beta 1,3 bedeutet, wie sensitiv Aktie 1 zur Marktbewegung 3 ist. Und an dieser Stelle haben wir noch kein Machine Learning und auf der nächsten Folie zeige ich, wie wir Machine Learning anbinden können. Hier schreibe ich dieselbe Formel, aber statt Indizes benutze ich Funktionen. Oder genauer gesagt, wir können als eine Alternative für jede Aktie Alpha, Gamma und Beta berechnen oder setzen als einzelne Werte. Aber stattdessen sagen wir, dass wir wollen universale Funktionen für Alpha haben. Das heißt, wenn wir Features oder Faktoren für die Aktie kennen, dann können wir die Features oder die Faktoren als Input zu einer Funktion benutzen und als Ergebnis bekommen wir Alpha für die Aktie. Genauso können wir mit Gamma und Beta machen und die Hauptaufgabe hier ist, solche Funktionen zu finden. Und das ist genau, was Machine Learning macht.
Und auf der nächsten Folie zeige ich ein bisschen genauer, wie wir das machen. Was man hier sehen, dass wir ein neuronales Netzwerk dafür benutzen. Und zwar, statt separate Funktionen für Alpha, Beta und Gamma zu suchen, sagen wir, dass wir wollen ein neuronales Netz haben, das gleichzeitig alle finanzielle Parameter, das heißt Alpha, Beta und Gamma, berechnet, wenn wir die entsprechenden Features als Input geben. Ein bisschen genau, was man hier sieht, ganz links haben wir vier Input-Knoten, die entsprechend zu vier Faktoren von F1 bis F4. Als Output ganz rechts haben wir Ergebnisse, das sind konkrete Werte für Alpha, Beta und Gamma. Hier können wir zwei verschiedene Beta sehen, weil wir vermuten, dass es gibt zwei Arten von Marktbewegung und jede Aktie beschreibt man jede Aktie mit, wie diese Aktie zu entsprechender Marktbewegung sensitiv ist oder empfindlich ist. Und in der Mitte haben wir Hidden Layer mit drei Neuronen. Und was gut mit diesem Ansatz ist, dass man kann sehr einfach die Komplexität des Modells variieren. Zum Beispiel hier in der Mitte haben wir drei Neuronen und wenn wir wollen komplexere Modelle haben, können wir statt drei, fünf oder sieben Neuronen benutzen oder in andere Richtung können wir weniger Neuronen benutzen. Wir können auch zusätzliche Hidden Layers benutzen. In dem Beispiel haben wir nur ein Layer, in der Mitte können wir zwei oder drei Layer benutzen. Was auch ganz wichtig ist, dass wir können die Komplexität des Modells links kontrollieren. Das heißt, statt vier Faktoren können wir sieben Faktoren benutzen oder nur zwei Faktoren benutzen. Und das bestimmen wir mit Daten. Es kann sein, dass wir nicht genug Daten haben, um siebendimensionale Funktionen zu finden. Dann reduzieren wir Anzahl von Inputs oder Anzahl von Faktoren. Und was auch wichtig ist, dass rechts haben wir zwei Bits. Das können wir auch ändern. Wir können weniger Bits benutzen, wo wir sagen, dass es nur eine Marktbewegung gibt, oder wir können mehrere Bits benutzen, wenn wir genug Daten sehen und genug Evidence haben, um zu vermuten, dass wir verschiedene Arten von Marktbewegung haben. Auf der nächsten Folie zeige ich, wie wir das neuronale Netz benutzen. Wenn wir die entsprechenden Gewichte gefunden haben, haben wir die Funktionen oder eine verallgemeinte Funktion, die wir benutzen können, um Alpha, Beta und Gamma zu berechnen. Dann, wenn wir zwei Aktien nehmen und Korrelation zwischen diese zwei Aktien wissen wollen, können wir Faktoren für die erste Aktie benutzen, um die entsprechende Alpha, Beta und Gamma für die Aktie berechnen. Und genauso machen wir für die zweite Aktie mit entsprechenden Faktoren, berechnen wir die entsprechende Alpha, Beta und Gamma. Und wenn wir Gamma und Beta kennen, und die bekommen wir von neuronalem Netzwerk, können wir mit der Formel Korrelation oder Kooperation zwischen zwei beliebigen Aktien berechnen. Und auf der nächsten Folie zeige ich, wie können wir diese Erkenntnisse benutzen, um eine optimale Portfolio zu konstruieren. Okay, ein bisschen genau, was wir machen wollen. Wir wollen natürlicherweise Portfolio haben, wo wir Aktien haben, die größere durchschnittliche Rendite haben oder die größere Alpha haben. Aber von anderer Seite wollen wir nicht die Aktien haben, die sehr volatil sind. Das heißt, Aktien mit größerer Gamma und Beta. Das heißt, wir müssen eine Kompromisse finden. Zusätzlich dazu wollen wir die Aktien haben, die tendenziell in Gegenrichtung gehen. Und in dieser Weise können wir ein Portfolio konstruieren, die nicht sensitiv zum Markt ist. Und in dieser Weise können wir dann die Volatilität des Portfolios reduzieren. Also das heißt, man muss zwischen verschiedenen Varianten eine Kompromisse finden und mit linearer Algebra können wir das exakt machen. Das heißt, wenn wir Korrelationmatrix haben, und ich habe gerade erzählt, wie man Korrelationmatrix berechnen kann, wenn wir auch die durchschnittliche Rendite haben, und das können wir auch mit dem Netzwerk berechnen, dann können wir analytisch mit diesen Inputs optimale Positionen konstruieren, sodass wir die durchschnittliche Rendite maximieren und Varianz reduzieren. Und das machen wir exakt. Und das war's von meiner Seite. Danke. Roman, ganz lieben Dank. Nicht nur an dich, sondern auch an uns alle. Das war vergleichsweise schwerere Kost. Sie sehen, es wird nicht geraten, sondern es ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Ansatz hinten dran, der uns dann auch zu den Ergebnissen führt. Michael, ich würde den Ball nochmal zu dir überwerfen, Sie selbst aber auch nochmal einladen, wenn jetzt vielleicht nicht zu der einen oder anderen Formel oder zu dem Term, aber wenn grundsätzlich inhaltlich Fragen sind, scheuen Sie sich nicht, einfach diese auch zu stellen.
Wir bekommen die, denke ich, hiermit verarbeitet und beantwortet. Michael, dann würde ich nochmal an dich übergeben, dass wir vom Thema Factor Investing vielleicht da jetzt auch nochmal zur Lösung von Quantum Rock kommen, weil da können wir tatsächlich sagen, unter der Überschrift Coming Soon, da ist was im Anmarsch. Genau, wenn wir einfach auf die nächste Seite gehen, Thomas, dann sehen wir, oder die übernächste, ja, das sehen wir hier in dem Fall, haben wir mal eine Beispielrechnung gemacht. Also wir haben das anhand des S&P 500 gemacht. Ganz wichtig aber dabei ist natürlich, dass der Ansatz universell ist. Also das muss nicht der S&P 500 sein, das könnte genauso gut der DAX, der Eurostox, der SMI sein. Das spielt an sich in dem Fall keine große Rolle. Es geht hier jetzt tatsächlich einfach exemplarisch, das mal anhand eines Index darzustellen, wie da die Ergebnisse aussehen, damit man so ein bisschen ein Gefühl bekommt. Ja. Also wir haben hier tatsächlich eben mit Über- und Untergewichtungen im S&P versucht, den S&P outzuperformen. Wir haben hier einen Ex-Ante-Tracking-Error von 3,5 in das Modell mit eingebaut. Haben dann schlussendlich einen Tracking-Error von 3,29 realisiert, was dann in der Konsequenz aufgrund der Überrendite zu einem Information Ratio von 0,84 geführt hat. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Rückrechnung, also ein Backtest. Das ist also nicht real gehandelt, also anders wie VSOP. Da haben wir tatsächlich auch einen realen Track Record. In dem Fall ist es ein Backtest, aber es ist eben ein sehr valider Backtest. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich im VSOP eigentlich auch schon aufgezeigt haben, dass wir also schon die Technologie haben, dass jetzt bei uns typischerweise die Backtests nicht allzu weit abweichen von den tatsächlich realisierten Renditen. Genau, was man auf der nächsten Seite dann sehen kann, also ist das Ganze eben nochmal tabellarisch abgetragen. Wichtig dabei ist aber eben auch in diesem Beispiel, dass wir ein Information Ratio von 0,84 haben, damit Sie sich das nochmal vor Augen führen. Also Information Ratio ist ja im Prinzip die Volatilität der relativen Performance. Also praktisch, das ist der Tracking Error. Auf der anderen Seite ist dann die tatsächliche Überrendite. Also wenn Sie die Überrendite dann teilen durch diesen Tracking Error, bekommen Sie das Information Ratio heraus. Und das Information Ratio ist dann im Prinzip irgendwas, das eigentlich sowas ist wie das Sharp Ratio, nur auf einer relativen Basis. Genau, hier sehen Sie es nochmal abgegriffen, eben tatsächlich für verschiedene Zeiträume. Und Sie sehen da, dass im Prinzip diese Outperformance sehr beständig ist, die erzielt werden kann durch diese Über- und Untergewichtungen in den Aktien im S&P. Und ja, dann auf der nächsten Seite, aber Sie sehen, Entschuldigung, ja, bleiben wir hier. Sie sehen natürlich auch, dass dieser realisierte Tracking-Error sich im Zeitablauf verändert. Wie gesagt, wir arbeiten mit einem Ziel-Tracking-Error, einem Ex-Ante-Tracking-Error. Der wird dann eben ab und zu unterschritten und ab und zu überschritten. Aber im Durchschnitt entspricht der realisierte Tracking-Error dann tatsächlich dem angepeilten Tracking-Error. Was auch ganz wichtig ist, also dieser Tracking-Error, den kann ein Kunde natürlich selber bestimmen. Also wie viel an aktivem Risiko er uns dann quasi zuweist, das bleibt natürlich schlussendlich dem Kunden überlassen. Wir haben hier einfach exemplarisch mal diese 350 Basispunkte genommen, weil die eigentlich auch typisch sind, aber das kann natürlich deutlich niedriger und auch deutlich höher sein. Hier auf Seite 23 sehen Sie eben tatsächlich nochmal die Renditen einmal von unserem Ansatz und dann im Vergleich zum S&P 500. Da sehen Sie also auch nochmal ganz gut, wie stabil eigentlich diese Outperformance sich darstellt. Ja, auf der nächsten Seite sieht man den tatsächlich realisierten Tracking Error nochmal als Chart abgegriffen. Und da sehen Sie eben, dass das alles sehr, sehr nahe an dem angepeilten Tracking Error von 3,5 liegt, was eigentlich wieder ganz gut aufzeigt, dass wir da tatsächlich ganz, ganz gute Tools haben, um eben, was das Risiko betrifft, eben tatsächlich in etwa dem zu entsprechen, was wir eben auch quasi anpeilen. Ja? Also wir sehen, dass der Tracking Error sich eigentlich nur unwesentlich entfernt von diesem angepeilten 3,5. Auf der anderen Seite sieht man das Information Ratio, also hier auch rollierend dargestellt. Wir sehen hier also auch ganz gut, dass wir da also doch die meiste Zeit eben tatsächlich deutlich über der Null liegen. Ja, dann auf, ja, das war's schon. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit natürlich Fragen zu stellen.
Genau, Michael, vielen, vielen Dank nochmal auch für den Blick auch auf die Kurse bzw. auf die Kurve, wo man einfach nochmal sieht, die Stabilität vom Ansatz, die oder der da ist. Das Ganze auch spannend zu sehen, wie vorhin schon mal der Hinweis, dass wir da auch einen sehr stark wissenschaftlichen Hintergrund haben, was die mathematische Seite anbetrifft. Das heißt, da ist ganz wenig oder keine Deutungshoheit drin. Vielleicht, Michael, kannst du abschließen, weil wir auch zwei Fragen in die Richtung bekommen haben, noch mal ganz kurz darauf eingehen, mit welchen Tools, mit welchen Funktionen aus dem Machine Learning oder vielleicht darf ich die Frage an euch beide geben, wir im Kern arbeiten, um bei den Faktoren, die wir gerade einsetzen, beziehungsweise die sich über die Zeit ja möglicherweise auch verändern und weiterentwickeln können, dass wir dafür nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, wie wir die Faktoren einsetzen über den Faktor Machine Learning. Ja, Roman, möchtest du was dazu sagen? Ja, also wenn wir über Tools sprechen, benutzen wir Tools, von, die Standard für Python sind. Also wir arbeiten mit Python und dann haben wir verschiedene Bibliotheken, SciPy für mathematische allgemeine Funktionen. Dann haben wir NumPy für multidimensionale Tensor. Benutzen wir manchmal TensorFlow für neuronale Netze und zum Trainieren von neuronalen Netzen. Und das kombinieren wir immer mit Finanzkenntnissen. Das heißt, wenn wir Modelle bauen, dann versuchen wir, die Erkenntnisse von Michael zusammen, um genau zu entscheiden, welches Architektur zu wählen, damit wir immer suchen, die Abhängigkeiten, die vielversprechend sind und die in die Richtung gehen, die von finanziellen Sichtpunkt sinnvoll sind. Also ja. Danke dir, Roman. Würde ich gerne noch zwei andere Fragen anschließen. Die erste, wenn ihr unsere Zeitreihe selber im Blick habt, egal ob jetzt tabellarisch oder das Ganze auch grafisch, könnt ihr im Zusammenhang mit dem jeweiligen Marktgeschehen sagen, in welchen Phasen die Strategie oder das, was im Rahmen des Faktor-Investings gemacht, gehandelt wird, besser funktioniert oder möglicherweise schlechter funktioniert? Also du hattest, Michael, auf die Konstanz hingewiesen vom Ansatz, aber haben wir trotzdem Erkenntnisse darüber, wann es letzten Endes in welchen Phasen besser oder in welchen es möglicherweise schlechter funktioniert? Ja, also da kann man tatsächlich eigentlich nicht wirklich was sagen. Also man kann natürlich schon was dazu sagen, und zwar, dass es da kaum Abhängigkeiten gibt. Also wir versuchen ja die Strategie beta-neutral zu gestalten. Das heißt also, ob der Markt jetzt steigt oder fällt, hat jetzt wenig Einfluss darauf, ob wir hier mehr Potenzial oder weniger Potenzial auf Outperformance haben. Deswegen, die Antwort ist eigentlich, dass die Marktphase, also dass es eigentlich marktphasenunabhängig ist. Ja. Also wir können sowohl out als auch underperformen, egal in welcher Marktphase. Und tatsächlich findet man, also rein aus statistischer Sicht, also keine richtigen Zusammenhänge. Ja. Okay. Würde ich gleich noch eine andere Frage mit anschließen. Michael, nehmen wir im Kern eigenentwickelte Faktoren oder verwenden wir predefined Faktoren, also die, die man aus dem Markt quasi abgreifen kann? Oder ist es das im Kern aus der Arbeit vom Roman, also aus der Entwicklung, Faktoren herangezogen werden, die wir uns letzten Endes selbst zusammenstellen und ins Modell einfließen lassen? Genau, also es sind etliche Faktoren, die wir tatsächlich auch selber definiert haben, die wir selber gebaut haben, die dann in das Modell mit einfließen. Ja. Aber es sind auch quasi klassische bekannte Faktoren, also eben wie eben beispielsweise Size. Ja. Danke. Abschließend noch mal eine Frage. Du hattest vorhin gut erläutert, denke ich, wie die Information Ratio zu sehen ist, also dass wir da auch das Verhältnis aus relativer oder die Betrachtung der relativen Performance haben. Könntest du vielleicht noch mal zwei, drei Worte zum Thema Sortino Ratio mit sagen, ob wir, wenn wir jetzt auch keinen Hang haben, in welchen Marktphasen es besser oder schlechter funktioniert, aber ob wir aus den Zahlen, die gerade im Bereich Volatilität, Sharp, aber dann auch rüber zum Sortino-Ratio, dass wir nochmal einen Blick werfen, was davon ist in der Abhängigkeit von der Upside- oder Downside-Abweichung zu betrachten. Ja, also wie gesagt, das Produkt ist ja so aufgebaut, dass es möglichst beta-neutral ist. Was das Sortino-Ratio für das Produkt, also jetzt aus absoluter Sicht betrifft, entspricht das in etwa dem, das auf der Aktienmarkt aufweist. Aber ein ganz, ganz interessanter Punkt bei dieser Frage mit dem Sortino-Ratio, also ich habe das zuvor auch irgendwie parallel gelesen, finde ich, natürlich könnte man das Sortino-Ratio eben auch auf einer relativen Basis dann bauen, also ähnlich wie das Information-Ratio, ja, das Sharpe-Ratio auf relativer Basis ist, sowas könnte man natürlich auch mit dem Sortino-Ratio machen.
Genau, und wir werden das auch machen, also weil ich das finde, das ist das Thema sehr interessant, ja. Also, aber das haben wir noch nicht gemacht. Also wir haben jetzt keine relative Ableitung des Sortino-Ratios gemacht auf diese relative Rendite, also auf die aktive Rendite, aber das ist ein guter Punkt. Also das werden wir gleich mal testen, glaube ich, im Anschluss an diese Präsentation. Super. Ja, dann möchte ich die Sache hier abrunden, zusammenfassen. Erstmal ganz lieben Dank euch beiden für die Ausführung, aber auch ganz lieben Dank an Sie alle da draußen, die mit dabei waren. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Interesse, auch im Anschluss natürlich danke für die eingebrachten Fragen. Was wir gerne unsererseits tun möchten, wir werden Ihnen die Präsentation im Nachgang zum Webinar persönlich zusenden. Das heißt, dass Sie da die Gelegenheit haben, einfach nochmal durch die Seiten durchzublättern, wenn sich daraus natürlich Fragen ergeben. Vielleicht sogar, wo die schönen Grafiken vom Roman herkommen, wie die entstehen, dass der eine oder andere da Bezug drauf nehmen möchte oder einfach schlicht und ergreifend eine Verständnisfrage nochmal tiefer greifend hat, jederzeit gerne. Sie finden unsere Kontaktdaten am Ende zu den Webinarunterlagen. Ansonsten natürlich auch gerne auf der Internetseite von Quantum Rock selbst. Scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie uns gerne an, so wie jetzt gerade mit der Frage zum Sortino-Ratio. Wir nehmen da Anregungen gerne auf. Die stellen zum großen Teil ja dann auch für uns eine Chance dar, einfach einen Schritt sich weiterzuentwickeln. Und ansonsten würden wir natürlich gerne in der kommenden Zeit auf Sie nochmal zukommen, wenn wir mit der Lösung so weit am Start sind, dass wir dann auch sagen können, jetzt kann es tatsächlich auch auf der Investitionsseite losgehen, was das Quantum Rock Factor Investing Thema anbetrifft. Ihnen allen nochmal vielen Dank. Einen sehr entspannten und schönen Tag für heute und alles Gute für den Tag. Bis dann. Vielen Dank. Danke.